Guten Morgen allerseits. Rucksack nicht vergessen. Ich packe den mal in eine extra Tüte, weil ich habe heute ein Salami-Brot mit und ich will nicht, dass meine Tasche nach Salami riecht oder nach Käse oder je nachdem, was ich auf meinem Brot drauf habe. Deswegen packe ich meine Brotzeit immer in eine extra Tüte und trage sie auch extra. Ich könnte natürlich auch so eine Glasbrotzeitdose nehmen, hatte ich auch eine Zeit lang, aber das macht die Tasche immer so schwer und da ich mein Brot eh immer noch in Alufolie einpacke, reicht so eine Tüte auch. Heute ist ja wunderschönes Herbstwetter draußen. Die Sonne scheint, aber es geht ein ziemlicher Wind. So, Babys hüpfen, bevor es dunkel wird. Hüpfe für die Babys. Ich muss noch den Daily Vlog schneiden für heute Abend und den DM Haul fertig schneiden. Da kommen alle. Ah, da habt ihr gewartet, gell? Als Vorabendsnack habe ich mir wieder einen Nussteller gemacht und Molly sitzt schon wieder auf der Couch und ich gebe ihr immer von der Mandarine diese Fäden, die mag sie nämlich gerne, weil ich die nicht mag. Da sind ja die meisten Vitamine drin. Vorsicht, Spatz. Warte mal kurz. Hier. Es ist fein, ha? Huh? So, schau her. Schau her. Halt, sie will eine Nuss, glaube ich. Magst du einen Kürbiskern? Ich habe immer noch meine Jacke an, weil mir so kalt ist. Die Babys hatten Glück mit dem Hüpfen. Es hat nämlich dann zu niesen angefangen und es nieselt jetzt immer noch und mittlerweile ist es auch dunkel. Aber die Babys hatten echt noch Glück hier. Oh, das ist so gut, Holly liebt das. Hm? Das sind ja auch ganz viele Vitamine, gell? Ja, ganz viele Vitamine sind es. Schau her. Hm, du weißt halt, was gut ist, gell? Ja. Ich bin jetzt fertig mit dem DM-Haul. Ich werde mir jetzt das Video noch einmal anschauen. Ich werde überprüfen, ob die Schnitte alles passt, ob ich die Einblendungen richtig gesetzt habe und so weiter und so fort. Und wenn ich das habe, mache ich meinen Abendspaziergang. Ich bin gerade irgendwie auch total müde. So, bitte. Und ich bin dann froh, wenn ich mit allem fertig bin. Sie liebt das. Das ist fein, ha? So süß. Guck mal, so viele weiße Späne für dich. Und jetzt kriegst du noch einen Kürbiskern. Die anderen bekommen auch noch einen Kürbiskern für Bruno. Fein. Ja? Für Emmy? Für Simba. Und für die Lotte, die gerade einpennt. Magst du nicht? Kein Kürbiskern? Ne? Oh, Spazi, ha? Bist du müde? Was mit dir? Auch nicht so deins? Nein? Hm. Jetzt habe ich extra meinen Schirm mitgenommen, weil ich dachte, es würde noch regnen, aber es regnet mittlerweile gar nicht mehr und jetzt schleppe ich den Schirm hier mit mir rum. Und ich weiß nicht, ist heute auch irgendwie richtig huschelig. So, ich weiß gar nicht, wo ich hier lang gehe. Ich dachte, das wäre ein Park, aber irgendwie ist es doch kein Park. Ach, naja, aber immerhin ist es so eine Art Trampelpfad.
Aber hier sind auch Bänke. Kann man hier doch lang gehen. Ich geiste hier im Dunkeln durch die Gegend. Hier ist auf jeden Fall irgendwas. Im Sommer wäre es hier bestimmt schön, wenn man sich hinsetzt und ja, es sieht eigentlich ganz hübsch aus hier. Naja, ich gehe jetzt mal hier vor, mal schauen, wo ich dann rauskomme. Emily? Was schiebst du denn da? So, ich mache mir jetzt mein Abendessen und ich weiß nicht genau, was das ist. Ich schätze, das ist eine Art Reisrisotto mit Zucchini und Hokkaido-Kürbis. Und mehr kann ich jetzt auf den ersten Blick nicht erkennen, wahrscheinlich mit leckeren Kräutern. Meine Kamera funktioniert nicht mehr richtig. Sie zeigt immer einen Objektivfehler an, wenn ich zoomen möchte. Und dann mache ich mir hier noch ein Spiegelei. Und das ist mein heutiges Abendessen. Ich habe über das Reisrisotto oder was auch immer das ist, noch ein bisschen Schafskäse gegeben. Mein Spiegelei gesalzen und gepfeffert. Ja, sieht lecker aus, finde ich. Das Cowgirl sagt Tschüss und bis morgen um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis morgen.